Von Rudolf Dorf. War das eine Frage oder eine Aussage? Das ist, spreche ich da mit Hans Herbert? Hier ist der Herr von Rudersdorf ist am Telefon. Aha, okay. Also, das ist so, ich rufe aus der Verwaltungszentrale Redentiv 24. Sie haben Ihr aktives Gewinnspiel noch nicht gekündigt. Ich habe kein Wort verstanden. Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, ich rufe aus der Verwaltungszentrale der Redentiv 24. Können Sie das mal buchstabieren, bitte? Aus der Verwaltungszentrale. Wovon denn? Wovon denn? Sie haben vor 4 Monaten ein Gewinnspiel noch nicht gekündigt. Und dann rufen Sie erst nach 4 Monaten an? Dauert das mit den Gewinnen auch so lange? Nein, nein, weil wir hatten ja so eine Bewerbung auf 400 Seiten damals und Sie haben da teilgenommen. Die 3 Monate waren ja nicht Kostenpflicht. Jetzt. Sie rufen an wegen der Kontrolle, ne? Ich kontrolliere ja Schriftstücke auf grammatikalische Richtigkeit. Ja. Und wir haben also damals die 3 Monate, jetzt haben wir ja die 3 Monate um. Und nach den 3 Monaten hätten Sie es kündigen sollen. Ja, also falls Sie da schon, wollen Sie das Komplettwerk korrigiert haben oder sollen wir das satzweise machen? Machen wir das satzweise. Ja, gut, dann sprechen Sie mal weiter und ich mache mir Notizen, ja? Ja, okay. Also, haben Ihr aktives Gewinnspiel noch nicht gekündigt? Ist das richtig? Also, ich will jetzt sagen, also der Satz ist richtig, ja, das ist gut formuliert. Haben Sie es absichtlich weiterlaufen lassen oder nur vergessen zu kündigen? Beides. Okay. Weil Sie die Kündigungsfrist verpasst haben, hat sich der Vertrag kostenpflichtig um 12 Monate zu je 89 weiter verlängert. Was denn? Jetzt muss ich gerade noch mal kurz einhaken zur Formulierung. Jetzt haben Sie ja gesagt zu 89. Da müssen Sie noch mal differenzieren, um was es dabei geht. Eicheln, Gegenstände oder um was es sich da handelt, ne? Es geht sich um das Gewinnspiel. Es geht sich um Folgendes, genau. Richtig, ja. Genau. Super meinen Sie das, Herr Rodoso. Was denn? Ja, korrigieren. Ja, dafür bin ich ja da. Dafür hat mich der Chef ja engagiert, ne? Ja, super haben Sie das gemacht. Und zwar, wollen Sie jetzt die 12 Monate zu 89 Euro weiterspielen oder lieber vorzeitig kündigen? Das ist auch richtig. Wir machen jetzt erstmal den einfachen Weg mit der Kündigung und dann gucken wir uns den anderen Weg an, ja? Super. Super haben wir das gemacht. Ja, ja. Machen Sie das denn schon länger? Ich mache das schon länger, genau. Ja, das ist gut, ne? Das hört man. Ja, ist okay. Ich bedanke mich ja. So. Wollen Sie jetzt das verkürzen oder weiter? Das war kein ganzer Satz. Ich habe das jetzt zum Spaß gemacht. Damit ich erstmal Ihre Lastungsverfahren für diese 12 Monate stoppen kann, dass ab nächsten Monat nicht diese 12 mal 89 abgebucht werden können. Wie Sie wissen, wird je laut den neuen europäischen Bankrechten alles nur noch über IBAN bei der Zentrale Bank in Frankfurt überprüft. Oh, gute Frau, also wenn ich da mal was zu sagen darf, der Satz, den Sie jetzt gerade benutzt haben, der ist viel zu lang. Das verstehen die ganzen alten Leute doch gar nicht. Die müssen kürzere Sätze machen. Aber das ist so ein Gesetz, das ist ja paragraphisch, weißt du? Paragraphisch? Genau. Das ist mit Photoshop dann gemacht, ne? Nein. Das ist so ein gesetzliches Teil. Ich muss das lesen. Ja gut, dann lassen Sie uns das zusammen mal in eine verständlichere Form bringen, weil ich könnte mir vorstellen, dass Sie da im Arbeitsalltag wahrscheinlich öfter Probleme mit haben, ne?
Nö, habe ich eigentlich nicht. Gar nicht? Das wundert mich jetzt. Nein. Aber ich gehe ja mal davon aus, dass so der Standardmensch, den Sie so anrufen, der wird ja schon was älter sein, oder? Ja, manchmal. Sehen Sie, dann wäre das ja vielleicht nicht verkehrt, wenn wir uns da nochmal mit beschäftigen. Aber wir können uns ja erstmal den Rest anhören, ne? Ja. Ja. Ja, wie gesagt, 12 Monate stoppen kann. Also ich kann den 12 Monate jetzt stoppen, okay? Verstanden. Das haben Sie verstanden. Das habe ich fast, da bin ja nicht doof, ne? Nee, habe ich auch nicht behauptet. Also ich lasse jetzt einmal ganz kurz überprüfen, weil eine Sicherheitsfrage muss ich Ihnen noch stellen. Eine was müssen Sie machen? Sicherheitsfrage. Ja, Sie meinen jetzt wegen den Kriegsvorbereitungen, ne? Nein, nein. Spielen Sie jetzt mit mir? Gewinnspiel. Genau. Was hab ich denn gewonnen? Also Sie haben mal jetzt die viermal für die Mindestlaufzeit, dann ist die erste Abbuchung um 15.01. und die Spielperiode fängt um 1.1.25 an. Das macht ja aber auch schon wieder keinen Sinn, wenn Sie sagen, ich habe mich da vor 4 Monaten angemeldet und vor 3 Monaten hätte ich es kündigen müssen. Es fängt jetzt aber erst im Januar an, dann ist da eine Unterbrechung dazwischen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, wegen die einen Monat. Sie haben da ja nicht bezahlt. Was denn auch? Ja, den Geld. Das Geld für den Leitfaden, ne? Ja, von wo rufen Sie denn an? Von Stuttgart. Stuttgart? Aus welchem Stadtteil? Denn ich bin in Stuttgart aufgewachsen. Ja. Ja. Super. Wo sind Sie denn da? Also ich selbst wohne in der Nähe von Düsseldorf. In der Nähe von Stuttgart, Düsseldorf? Nein, nein, Stuttgart ist ganz was anderes. Das ist die Rendite in T24. Also ja. Ich selber wohne in der Nähe von Düsseldorf. Nee, das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, wo die Firma ist, ne? Wo die Firma ist? Das ist in Stuttgart. Ja, das habe ich wohl verstanden. Und? Ja, das ist ein abschließender Satz. Ja, bitte. Danke schön. Weiß ich nicht. Können Sie? Ja, Sie haben mich jetzt so irritiert. Ja, ich bin ja zur Kontrolle da. Glaube ich Ihnen nicht. Was meinen Sie jetzt? Ob Sie kündigen soll, die Spiele oder nicht? Was gibt's denn da zu gewinnen überhaupt? Das haben Sie mir auch noch nicht erzählt. Das müssen Sie ja wissen. Sie haben das ja den Vertrag gemacht. Naja, Sie bieten das ja an. Wir haben das damals in 400 Seiten uns geworben. Ja, welche waren das denn? Ja, das weiß ich nicht. Warum nicht? Ja, tut mir leid. Das müssen Sie wissen, weil Sie das ja gemacht haben. Ach so. Ja. Na, da haben wir ein Problem, weil ich weiß das gar nicht mehr. Ja, was wollen wir denn jetzt machen? Können Sie mir da helfen? Na klar kann ich Ihnen helfen. Dafür bin ich ja auch hier. Das ist gut. Aha. So. Ja, ich höre zu, ne? Schlagen Sie jetzt gerade in der Akte nach? Nee, ich bin im PC, was ich da machen kann. Ach so. So, Rechtsklick und löschen. Mache ich sofort, weil Sie kein Interesse haben. Geht ne? aber ja nicht, ne? Nee, geht. Ja? Wenn Sie kein Interesse haben, wenn Sie dann Inkasso-Verfahren haben möchten, können Sie Ihnen das machen. Nee, Inkasso will ich nicht haben. Die sind immer sehr unfreundlich, die Menschen dort. Ich mag ja freundliche Menschen. Genau wie ich. Ich gut. Auch. Ne, Sie sind ja auch sehr nett. Das muss man ja schon sagen, ne? Aber Sie haben ja mit mir gespielt.
Sie hören mir gar nicht zu. Na doch, höre ich Ihnen zu. Sie können jetzt ja nicht sagen, dass ich unfreundlich war. Nee, Sie waren schon freundlich, aber ja. Sie haben mich hier gar nicht reden lassen, oder? Na doch, aber man muss ja Fragen stellen, wenn das keinen Sinn ergibt für einen, oder? Wir wollen das einfach nochmal, wir müssen das ja irgendwie jetzt die Kuh vom Eis kriegen, wie man in Indien sagt. Ja. Wie wollen wir das denn machen? Ich fang von vorne an, ja? Na gut, ich warte auf, also nee, was heißt ich warte, ich bin hier, ich höre zu. So wollte ich das sagen. Kommt da noch was? Wird schon kommen. Suchen Sie den Text gerade? Nein, ich suche nicht den Text. Ich mache, was ich machen kann. Ach so. Und, klappt das? Nein, klappt nicht. Warum nicht? Kriegen Sie Bürgergeld? Nee. Ich habe immer gearbeitet. Arbeitslosengeld? Nee, ich bin jetzt seit 7 Jahren in der Altersrente, ne? Altersrente. Ja, ja. Und Sie? Ich bin am Arbeiten. Ja, das höre ich ja. Ja. Also... Ihr Konto ist nicht gedeckt, oder? Was bedeutet das? Also, wenn wir jetzt den auf den 4 Monaten rechnen würden, ja? 4 Monate zu je 89 reduzieren würden, somit sparen Sie über 600 Euro. Das ist gut. Ja, ob Sie von Ihrem Kostenminderungsrecht Gebrauch machen, ist natürlich ganz allein Ihre Sache, ne? Ja, das würde ich schon machen, ne? Wenn man eine Möglichkeit hat, Geld zu sparen. Ja, okay. Entscheidung darf ich hier nicht beeinflussen. Bin nur dazu verpflichtet, Sie zu belehren. Ja, ja. Herr Rudersdorf. Ja. Von Rudersdorf, bitte, wenn ihr die Form waren. Ach so. Von Rudersdorf, okay. Ja, ja. Ist ein erblicher Titel, ne? Ist ja, ja, ja. Also, wollen Sie jetzt die 12 Monate zu 89 weiterspielen? Nein, nein. Oder lieber vor Zeit absteigen? Absteigen. Aufsteigen. Nein. Nein, was denn jetzt, aufsteigen oder absteigen? Nein, nein, aussteigen. Wir sind doch hier nicht bei der Pferdeshow. Okay. Gesundheit, sind Sie krank? Ja, ein bisschen. Warum arbeiten Sie dann? Muss ich. Wer sagt denn das? Weil ich 2 Töchter habe. Naja, das bringt ja nichts, wenn Sie da tot umfallen, dann haben die Töchter auch nichts mehr davon. Haben Sie vollkommen recht, aber was sagst du? Also ich muss. Also, wir können es so machen. Gut, dann werden wir das jetzt im System bearbeiten. Gut. Bei der Freigabe der Mindestlaufzeit werde ich innerhalb der nächsten 5 Werktage die Unterlagen für diese 4 Monate und Ihre Begrüßungsschreiben inklusive unsere Kontaktdaten an diese Adresse zukommen lassen. Aber warum Begrüßungsschreiben? Das läuft doch schon seit 4 Monaten. Nee, das haben Sie ja gemacht. Also ich rufe ja nicht aus der Spiel, wo Sie da Maske... ich bin hier nur für die Erinnerung her. Sie sind für die Erinnerung... Sind Sie eine Erinnerbeere? Genau, Erinnerbeere. Ja, dann du erinnerst? Ja, ich erinnere Sie, weil Sie das 3 Monate schon vorbei haben und die 14. Monat beginnt ja mit 12... Monate ja. Verlängert sich das, die ganze Geschichte. Jar Jar Binks, du erinnerst? Bitte? Jar Jar Binks, du erinnerst? Jar Jar Binks, was heißt das denn? Ne, Sie müssen jetzt einfach sagen, ich erinnere, dann sind Sie eine Erinnerbeere. Wir wollen das doch jetzt hier professionell machen, oder? Ja. Ja. Naja, wenn Sie wollen. Also, geht weiter. Angela Merkel, du erinnerst? Erinnerst,
genau. Sehr gut, sehr gut. Also wir kommen der Sache ja näher. Also, Abhaltung der Mindestlaufzeit von 4 Monaten. Ist es richtig für Sie? Ist es gut für Sie? Würde ich sagen, 4 Monate sind eine lange Zeit. Ich erinnere. Okay. Jetzt System arbeiten und bei der Freigabe der Mindestlaufzeit werde ich innerhalb der nächsten 5 Werktagen die Unterlagen für diese 4 Monate und Ihre Begrüßung schreiben. Doch inklusive Kontaktdaten an diese Adresse zukommen lassen. Ist das gut? Ja. Für Sie ja, ja gut, dann passt das auch für mich. Okay. Ich passe mich das immer an, das ist einfacher. Ja, okay, das ist die 95445 Beirut. Ja? Was ist mit Beirut? Beirut, weiß schon nicht, was ist damit. Beirut ist die Hauptstadt, ist die Hauptstadt vom Libanon, was hat das damit zu tun? Weiß ich nicht, auf in der Seite steht so. Wo denn, was steht denn da? Auf der Klopstockerstraße. Ach meine Güte, die Stadt heißt Bayreuth, nicht Beirut. Bayreuth. Ich werde ja wahnsinnig mit Ihnen. Das schaffen wir schon. Ich glaub's langsam nicht, wenn Sie mir was von Beirut erzählen. Nein, Bayreuth. Ja, Bayreuth ist der Name. Da wohne ich aber schon ganz lange nicht mehr. Wo wohnen Sie denn? Bitte? Wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne jetzt in Baden-Baden, aber schon ganz lange. Und die Postleitzahl? Bitte? Postleitzahl? Genau. Was? Ja. Kann ich die haben? Was denn? Postleitzahl. Ach so, 76534. Sagen Sie das doch gleich. 76534. Okay. Genau. Sonst noch was? Baden-Baden. Das war's schon? Straße? Ach so, an der... Ja, an der. Bildeiche, also wie der Baum. Und dann ist das Haus Nummer 304. Altenberg, Ziegelei, Landstraße nicht, ne? Bollgraben. Nein, an der Bildeiche. Ich habe hier kein, gibt's hier keine alten Ziegen. Was fragen Sie mich denn für Sachen? Das ist schon ein bisschen eigenartig, finden Sie nicht? Mhm. Ja? Genau. Immerhin sind wir da einer Meinung. Meldung. Und Hausnummer? 304. Okay. Ist das auch richtig? Ja, an der Bildeiche heißt das. Okay. Wofür brauchen Sie das denn? Sie haben eine Lastschriftverfahren. Was habe ich? Sie haben ja die Lastschriftverfahren. Lastschriftverfahren. Ich bin kein Lastwagenfahrer, da haben Sie was falsch verstanden. Nein, Lastschriftverfahren für diese 12 Monate stoppen kann. Ich stoppe die jetzt. Gut, Dankeschön. Das ist sehr nett von Ihnen. Was ist los? Ja, so. Wie Sie wissen, wird ja heute laut neuen europäischen Bankrechten alles nur noch über die IBAN bei der Zentralbank in Frankfurt überprüft. Das wird alles überprüft. Was denn? Oh.
was sie, also die Daten jetzt, was sie mir hier alles geben, ja? Ja. Wir sind ja bei der Sparkasse. Nee, ich bin Rentner. Aber Sie haben doch da eine Sparkasse, wo Sie Ihre Rente bekommen. Ach, Sie meinen, ob ich dann... Jetzt sind wir wieder beim Text. Also wenn, dann müssen Sie fragen, haben Sie ein Konto bei der Sparkasse? Wenn Sie sagen, sind Sie bei der Sparkasse... Das haben Sie ja schon bei der Sparkasse. Ja, genau. Wir müssen ja den Text korrigieren. Sie sind super. Von Rudersdorf. Genau, Herr von Rudersdorf, General AD, der vom 7. Luftmagier-Bataillon. Und die IBAN-Nummer wäre? IBAN? IBAN. Ja, die sind im Osten. Glaube ich ihn. Ja, ja. Oh, also sollen wir jetzt weitermachen oder nicht? Klar. Wann wollen Sie denn vorbeikommen? Nee, ich komme nicht vorbei. Ich schicke Ihnen jetzt den Daten, was ich hier mir gemacht habe, was ich hier geschrieben habe, was ich ihr für Ihre 4 Monate nicht zahlen, also damit Sie nicht 12 Monate zahlen. Ich mache ja für Sie hier eine Arbeit. Sie arbeiten für mich? Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, ich ziehe Sie jetzt erstmal in die Mittagspause. Sie haben bestimmt Hunger, ne? Mhm, habe ich. Was gibt's denn heute? Nichts. Wie nichts? Sie sind krank und haben nichts zu essen. Sind Sie bei der Arbeit oder im Gefängnis? Ich konnte ja nicht kochen. Warum nicht? Weil ich arbeite. Jetzt wissen Sie auch, warum Sie krank geworden sind. Wenn Sie nichts essen und nur arbeiten, da kann das ja nichts werden. Also so wird das nichts mit Ihnen. Nee, wird auch nicht. Was wollen wir denn jetzt machen? Weil wir müssen ja irgendwie solchen Arzt vorbeisicken. Nee, mach's schon selber. Schaffen Sie das, wenn Sie nicht mal was zu essen haben? Wie wollen Sie das denn schaffen? Ich schaff das schon. Mhm. Gut. Gutes okay, Mädchen. Schönen Tag noch. Schämst du dich eigentlich gar nicht? Nee. Echt nicht? Nein. Du hast doch vorhin erzählt, dass du Kinder hast und dann nimmst du alten Leuten am Telefon das Geld weg. Nein, mache ich nicht. Na doch, das ist so Betrug. Das ist nein, Betrug. Das ist kein Betrug. Doch, das ist kein Betrug. Natürlich. Nein. Doch. Nein. Nein, doch. Oh, wir wissen doch alle Bescheid. Nein. Das ist kein Betrug. Ist doch so. Nein. Wir wissen das doch alle. Gib's doch einfach zu. Schade.